Und damit herzlich willkommen zurück zu Anno 1800 hier aus der Closed Beta. Was ist hier passiert? Ja, ich habe nach der letzten Folge 30 Schiffe produziert. Zwei dicken Schlachtschiffe und Fregatten oder wie sie auch immer heißen. Hab bei dem Kollegen hier oben noch einige Schiffe gekauft. Einen Teil haben wir leider verloren. Und ja, letzte Folge. Wird vielleicht ein bisschen länger werden, kann aber auch ganz kurz werden. Werden wir sehen. Ette hier. Die will ich fertig machen. Ich weiß nicht wie. Was dafür gemacht werden muss. Wir werden es sehen. Wir werden auf jeden Fall jetzt in den Krieg ziehen. Und dafür brauchen wir unsere Seite. Bin ich hier? Bin ich falsch? Da muss ich hin. So. Dann schauen wir mal, ob die da reichen. Freunde? Kann ich da direkt das Ziel zum Angriff geben? Ja. Can't bear to see the curtain come down on your own city. Kommt ihr? Nö. Okay, dann nochmal. Fleet awaiting orders. Enemy target established. So. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir denn die Insel hier einnehmen können oder sie zumindest so, dass sie platt ist. Also, ready for a challenge. Er kann, alles hat gar keine Waffen oder was? Okay. Back on dry land. Dann kann er zu Hause bleiben. Bin ich mal gespannt. Wo seid ihr? Ship under attack. A competitor's island is under siege. Time. Danach sagt.
dead. Alle Anteile übernommen. Wipe away your enemy city and become the new owner of the island. It will be difficult to forgive you this act of treachery. Na, bist du obdachlos? The revolt left your city in ruins. Ready the ropes? Gibt denn das? Little gains here and there can go a long way. Fishies. Was ist unsere Ausbeute? Ernsthaft? Ein paar Fische? Bisschen Weizen. Wer baut denn da gerade? Ah, er ist schon voll. Das ist meiner oder wem gehört der? Stations! Ist die ganze Insel weg von ihr. Auch eine Hausnummer. Hier haben wir noch Kohle. Steady her course. 50 Kanonen. 50 Kanonen ist natürlich nice. Ja. Attention for the Admiral. Jetzt sind wir gerade mal bei 7 Minuten in der Aufnahme. Wollen wir uns noch mit einem anlegen hier? Ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen erstmal Krieg anfangen mit denen, ne? Ja, erst den Krieg erklären und dann dürfen wir angreifen und uns sind ja alle freundlich gesinnt. Aber Enemy target established. Ja noch. So. Machen sie alle auf den Weg. Jawohl. Game save. Wie sieht's denn aus hier? Noch eine Insel? Ne. Ist er jetzt da? Ist doch weg vom Fenster. Igne Natura Renovator Integra. Fleet on point. Gipsy. Sind so ihre letzten Reste. Einsammeln.
So. Fleet, engage. Auf hier mit Gebrüll. Ja, wie gesagt, letzte Folge aus der Closed Beta. Im April kommt's ja raus. Und dann sind wir wieder am Stissel. Und dann werden wir natürlich richtig zocken. Bis zum bitteren Ende. Ich freue mich dann auch schon, die deutsche Übersetzung zu haben. Wenn es denn eine gibt. Ich hoffe doch, ich denke mal ja. Hier wird nochmal eine Nuss hier. Wird bestimmt nur ein oder zwei Schiffe werden draufgehen von den kleinen. Wehrt er sich noch? Da gibt er auf. Ship under attack. Game saved. Ah, hier hat sie auch noch eine Insel. Ship under attack. Okay. Oh, das wird aber. Das kriegen wir nicht hin. Die ist doch. Ja, das sind zwei Inseln. Hat die die übernommen hier noch? Wie fette Kanonen hat die denn hier? Eine. So good to see you, Uncle! Zwei. Ship under attack! Nicht schlecht. War das nur neben so viel über der Platte? Enemy target established. Ja, da müssen wir natürlich weitaus mehr hier auffahren als ja, das Problem ist, die dicken Schiffe zu bauen dauert 12 Minuten. Dafür müssten wir noch zwei haben. There is no fighting yet. Decken und komm, lass den, dann mach die hier. Fleet, prepare to fire. Hauen alle ab. Moving to coordinates. Zwei dicke. We had to go to press. Wieder zurück. Er bleibt stehen. Fleet, prepare to fire. Braucht er. Ja, wir können es ja versuchen. Das glorreichen Abschied aus der Folge.
Gehen wir da jetzt voll auf die Kanonen drauf. Oder voll auf den Turm. Hier dieses Hafengedöns-Dings da. Zerstören. Ob's hinhaut? Ich glaube nicht, aber wir versuchen's. Enemy target established. 5 Schiffen. Ah, nee. Die 2 Dicken machen uns fertig. Aber wir werden ja bestimmt empfindlich Aua tun. Aua, aua. Hoffe ich doch. Gut. Schauen wir uns das Schauspiel dann mal an. A fire broke out. Kommen jetzt alle? Kommt er? Fleet ready? Enemy target established. Puh. Wenn wir sind, können wir jetzt nichts machen. Ne? So, jetzt aber. Big City hier. Es ruckelt ganz schön. Da habe ich noch was zu tun. Ship under attack. Erstmal da sind. Game save. Komm, er macht aber noch Schaden auf. Hoppa, hoppa, los geht's. Freunde, schießen. A competitor's island is under siege. Dear, lost your flagship. Well, I'll see what I can ask. Wäre ein Träumchen, wenn, aber. Schiff mehr wert, vielleicht ein Schiff. Schade. Ich habe noch einen dummen Spruch gedrückt. Nee. Gut. Dann würde ich sagen, war es das mit der Closed Beta von Anno 1800. Mir hat es riesig Spaß gemacht, obwohl, wie gesagt, 98 das letzte Mal gespielt. Es hat sich einiges getan, aber geil. Also besonders hervorgestochen sind bei mir die Queste, die so zwischendurch aufploppen, die wir auch von unseren KI-Gegnern kriegen. Ist eine schöne Abwechslung, finde ich toll gemacht und bin mal gespannt, was da noch alles so kommt. Wir sind ja erst bis Stufe 3 gekommen, könnten jetzt natürlich noch hier, ne, noch jede Menge freischalten und pimpen und machst du nicht und hast du nicht gesehen und, aber das möchte ich mir dann, wenn Anno im April erscheint, wie gesagt, dann vornehmen und mich jetzt nicht schon komplett spoilern. Ich danke euch da draußen fürs Zuschauen und wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann ihr die Folge seht und sage Tschüss, bis demnächst, bye.